Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei den Freien Demokraten live. Heute schalten wir ins Saarland. Wir haben Oliver Luxitsch bei uns. Er ist Spitzenkandidat im Saarland. In 3 Sekunden geht's los. Hallo Oliver Luxitsch, wie geht's Ihnen? Bestens, schöne Grüße aus dem Saarland. Freut uns, dass Sie Zeit für uns haben. Sagen Sie, wie läuft's im Saarland? Ja, wir sind jetzt voll in den Wahlkampfvorbereitungen und ja, bei uns läuft's gut. Ab Januar geht's los und wir sind alle frohen Mutes und optimistisch. Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation im Saarland? Also wir haben auch einen breiten Zuspruch aus der Gesellschaft, weil wir haben ein bisschen Stillstand im Saarland. Die Große Koalition verwaltet das Ganze nur und da die Alternative derzeit noch rot-rot-grün ist, gibt es viele, die jetzt sagen, nochmal zuhören, was die FDP eigentlich will. Also insofern ist Bedarf nach einer liberalen Reformpartei der Mitte und da machen wir, glaube ich, ein ganz gutes inhaltliches Angebot. Was sind denn Ihre Ziele für die Landtagswahl 2017? Also wir wollen natürlich erstmal den Einzug in den Landtag schaffen. Wir setzen vor allem auf die Themen Bildung und Wirtschaft, dort auch vor allem auf Infrastruktur. Da gibt es viel zu tun im Saarland. Und ich glaube, da haben wir auch wirklich eine Marktlücke sozusagen. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende inhaltliche Auseinandersetzung werden. Oliver Luxitsch, spielt denn die Flüchtlingsproblematik bei der Landtagswahl auch eine Rolle? Davon ist auszugehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Einwanderung stärker steuern müssen. Also stärker in den Arbeitsmarkt und weniger Einwanderung in die Sozialsysteme. Gerade die Kommunen sind stark belastet im Saarland, müssen von der Landesregierung hier unterstützt werden. Ich glaube, wir müssen unseren Rechtsstaat wieder stärken und schauen, dass unsere Regeln auch wieder gelten und durchgesetzt werden. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Impuls, den die FDP einbringen muss. Oliver Luxitsch, was denken Sie denn über Angela Merkel? Ja, ich glaube, Angela Merkel hat in weiten Teilen einen guten Job gemacht, aber warum sie jetzt nochmal antritt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, sie hat einfach keine eigene Agenda mehr und hat es auch verpasst, einen Übergang zu schaffen in der Union. Ich glaube, sie hat viel Gutes gemacht, aber auch größere Fehler innerhalb von Europa, sich in der Flüchtlingsfrage nicht abgestimmt, auch in der Euro-Rettungspolitik, Stichwort Griechenland, hätte man andere Wege einschlagen können. Warum sollte man Sie im Saarland wählen? Wir haben im Saarland, vor allem stehen wir für eine neue Bildungspolitik. Also im Bereich der Kitas, ich habe auch 2 kleine Kinder in den Kitas, sehe ich, dass sehr viel investiert wurde in den Ausbau, quantitativ, aber die Qualität nicht gut ist. Also wir brauchen mehr weniger Aufbewahrung und mehr frühkindliche Bildung. Im Bereich der Schulpolitik wollen wir wirklich einen Richtungswechsel haben. Wir haben sehr viel bürokratische Erlasse im Saarland, die derzeit für Aufsehen erregen. Wir wollen aber mehr Autonomie der Schulen, mehr freiheitliche Organisation haben. Und das ist mit Sicherheit einer der Schwerpunkte, wie auch im Bereich der Hochschule, wo wir einfach feststellen, dass die Saar-Uni, die eigentlich sehr gut ist, dass die einfach derzeit ein Stück weit fast schon auf Lokalniveau zurückgefahren wird. Also wir wollen hier wieder Spitze und Exzellenz haben im Saarland, ein Hochschulfreiheitsgesetz, was dringend notwendig ist, mehr Investitionen. Es gibt einen Sanierungsstau von 400 Millionen Euro nur an den Gebäuden der Uni, da schimmelt es, da bröckelt es ab. Und da brauchen wir einen Kurswechsel, damit das Saarland auch für junge Leute wieder attraktiver wird. Was unterscheidet Sie von Xavier Bettel? Ja, uns unterscheidet, dass er Premierminister ist und ich nochmal in den Landtag jetzt rein will mit der FDP, aber uns eint sehr viel. Wir sind beide Liberale, wir kennen uns auch schon lange, haben zusammen auch schon früher in meiner Funktion als Abgeordneter eine Reihe an Terminen gehabt und ich freue mich, dass ich ihn demnächst auch in Luxemburg besuchen werde, um über die Zusammenarbeit der Großregion zu reden. Am 26. März 2017 ist Landtagswahl im Saarland. Das war Oliver Luxitsch, Spitzenkandidat. Wir wünschen viel Erfolg für den Wahlkampf. Vielen Dank. Grüße ins Saarland. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke, liebe Zuschauer. Und wenn Sie Oliver Luxitsch an dieser Stelle unterstützen möchten, dann teilen oder liken Sie dieses Video. Schauen Sie auch gerne auf seiner Facebook-Seite vorbei. Die Freien Demokraten live, die gibt es auch auf Facebook. Und Sie finden uns auch unter youtube.de/freiedemokraten live.
Thank you.